Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Forza Horizon 4. Das hier ist ein McLaren F1, was nicht mehr viele kennen sollten. Ist ein dreisitziger Supersportwagen. Bei Ende der 90er das schnellste Serienauto der Welt. Und hat diesen Rekord auch heute noch. Und zwar ist es immer noch im Jahre 2019 das schnellste Serienauto der Welt, das mit einem Saugmotor angetrieben wird. Es hat einen Saugmotor, 630 PS ungefähr. Das ist ein 6,1 Liter V12, dessen Basis von BMW stammt. Das Ding ist offiziell angegeben mit 370 km/h, hat in Tests aber auch schon 391 geschafft. Mit gut 630 PS. Ein Auto, welches über 20 Jahre alt ist. Wo drei Leute drin sitzen können. Das schafft keiner. Das ist ein Saugmotor. Das ist schon sehr besonders. Und dieses besondere Auto kommt jetzt erstmal auf meine Teststrecke. Meine Güte, geht er ab, ey. Eine 2 Minuten 43,330. Damit ist dieser Wagen ungefähr 2 Sekunden langsamer als ein 911 Carrera S der Generation 992. Aber 4 Sekunden, 4, irgendwas Sekunden schneller als ein Ferrari 360 Challenge Stradale. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich dachte, er wäre sogar ein bisschen besser gewesen. Ich meine, klar, der Leistungsindex ist jetzt nicht so hoch mit 826. Wie der Wagen auf der Geraden abgeht, das ist ja abnormal. Die Beschleunigung, die ist wirklich absolut krass, vor allem für die Leistung. Der hat ja nicht so viel PS, ne? Das ist jetzt nicht so überkrass. Das geht eigentlich noch. Aber halt, ja, Kurvenlage, natürlich auch die Reifentechnik, die damalige. Bremsen sind halt heutzutage sind halt nicht mehr zeitgemäß, weil die Verhältnisse. Deswegen wird er wohl zu langsam gewesen sein. Aber ich fand den gut auf der Runde. Und halt, wie geil der aussieht. Wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Auch dieses Orange.
Ist, glaube ich, sogar meine typische McLaren-Farbe. Ich glaube nicht das, aber eigentlich ist, glaube ich, McLaren ist doch Volcanic Orange, ne? Ist eine Farbe von denen. Eine typische. Das hat Orange hier, das normale, das sieht halt so geil aus. Ach, herrlich. So, wir könnten den Wagen. Es ist jetzt der schnellste Wagen mit Saugmotor. Wenn wir jetzt noch einen Twin-Turbo aufbauen, ja. Erstmal 200 kW mehr. Ach du Scheiße. Das wäre, glaube ich, Selbstmord. Deswegen lassen wir das und Allrad lassen wir auch mal. Das brauchen wir natürlich nicht. Ich denke, Spoiler hier technisch machen wir da auch nichts. Was ich eigentlich erstmal machen möchte, bevor ich den Wagen noch ein bisschen tune. Ich möchte mal gucken, ob der auch seine Geschwindigkeit schafft. McLaren hat ja angegeben mit 370. Hat aber auch schon in einem Test 391 geschafft. Das war in Era Lesien. Wo auch andere deutsche Hersteller und andere Hersteller, vor allem natürlich VW, testen dort ihre Autos für den Top Speed. Ja, der Chiron wurde dort getestet. Der Veyron. JLP war dort mit dem Aventador SVJ. Ist halt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Wenn er ziemlich lang geraden, kann man schon ein bisschen Gas geben. Das ist halt auch noch relativ sicher. Natürlich kann man im normalen Straßenverkehr diese Geschwindigkeit einfach nicht ausfahren. Das ist viel zu gefährlich. Naja, so. Ach, guten Tag. So. Der Sound. Och, göttlich, dieser V12. Danke, BMW. So. Guck mal, was er schafft. Ich will wenigstens 370 schaffen. Die offizielle Geschwindigkeit. Oh, 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 der Sound. Hat er sein Auto getuned. Aventador. Aber wie der Aventador-Serie, ich würde den abziehen. Und zum Faust sind wir richtig. Ich bin über 20 km schneller. Ist halt leider ein bisschen zu kurz. Oh, 380 geschafft. Ach, du Scheiße. Ich meine auch bei der Rekordfahrt von den 390 wurde auch, glaube ich, der Drehzahlbegrenzer ein bisschen angehoben. Dass er noch ein bisschen höher dreht. Weil der sechste Gang ist halt nicht ganz so extrem lang. Der ist schon lang. Ich meine, sechster Gang bis 380. Not bad. Also so, Alter, 380 Klamotten. In so einem Auto, das ist einfach nur abnormal, ist das. So, ein bisschen, ein kleines bisschen tun. Auf jeden Fall die Reifen gerne. Was natürlich auch gut Grip hat, weil teilweise in den Kurvenausgängen, da hat er schon ziemlich schnell Traktion verloren. Ja klar, bei der Leistung. Da wiegt auch nicht so viel, nur knapp 1,3 Tonnen. Ja, das ist irgendwie kann man damit rechnen, dass das passieren könnte. Schön ist es trotzdem nicht. Reifen hat er vielleicht Straßen? Okay, gar nichts. Das ist wahrscheinlich der Reifen. Wollen wir direkt mal Rennreifen drauf machen? Also Sport mindestens. Vielleicht sogar Rennreifen eigentlich, ne? So, Reifenbreite. Warum denn auch nicht? Und ja. Ach, vorne 235er, das ist aber echt süß. Bremsen nämlich auch gerne bessere. Weil für damalige Verhältnisse schon gut, die Bremsen. Ist heute natürlich ein wenig veraltet, was die Technik angeht. Ebenso die Reifen. War vielleicht früher ganz in Ordnung, heutzutage, tja. Haben wir schon ein bisschen was anderes. So, Spurweite. Kann er vertragen, aber nicht. Ich würde sagen, die Nummer 2 geht. Und hinten würde ich sagen, auch die Nummer 2. Ich hätte gerne die Nummer 2, wie beim Chinesen quasi. Und der kleine Felgen. Sitzt aber auch gar nicht mal so dämlich. Ein bisschen größer kannst du ja schon. 19 Zöller. Man sieht die dicksten Felgen drauf. Hinten waren es, glaube ich, sogar 21er gewesen. Also hier hätte er 17 und hinten 18 wahrscheinlich serienmäßig, ne? Auch 17.
Hinten gehen 21er rauf. Das ist mir zu viel. 19 reicht. Und... oh, vorne 18 Zöller. Die Frage, brauche ich überhaupt Leistung? Ähnlich so wirklich, ne? Gewichtstechnisch sind wir eigentlich so auf dem Niveau geblieben. Von auch so, haben wir 888. Ich denke, Leistung ist bei dem Auto nicht wirklich wichtig. Der hat genug. Ich meine, soll er noch schneller werden? Was soll man denn da noch schneller machen? Irgendwann reicht es, glaube ich, auch, ne? Top Speed. Ja, natürlich. Man kennt ihn da ganz tief. Ich meine, angegeben 0 auf 100, glaube ich, 3,4. 0 auf 200, 9,4. 0 auf 300, 23, irgendwas. War Top Speed angegeben 370. Ist in Ordnung. 370 meine ich, nicht 78. Ist genehmigt. Nächster Gang kann schön lang, weil es nur zum Anfahren. Oh, der Sound hört sich jetzt so geil an. Ich meine, der Sound wurde mal irgendwann gepatcht im Spiel. Hat sich einfach nicht so geil angehört. Wurde dann irgendwann mit der Playground nochmal gepatcht, den Sound. Und jetzt klingt er halt erste Sahne. Ja, das ist wirklich... lecker, lecker, lecker. Das ist schmackhaft, der Sound. Ich kann auch schon mal sagen, die Farbe wird bleiben, der wird orange bleiben. Das sieht einfach so geil aus. Und die Felgenfarbe bleibt genauso. Da will ich gar nichts dran ändern. Dieser Wagen ist eigentlich so absolut geil, wie er ist. Da muss man überhaupt nichts dran ändern. Nada. Niente. Und ich weiß, ich bin kein Italiener. Also... das ist doch ein bisschen zu viel. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit der längeren Autobahn sogar mehr schaffen würde. Doch, also noch ein bisschen mehr. Als gerade die 380. Also 347 im fünften Gang ist schon ganz in Ordnung. Und jetzt Top Speed haben wir 390 und 391,2. Oh, quasi wie die Rekordgeschwindigkeit so ungefähr. Waren auch 391. Guck mal, was weiß ich nicht, wie viel. Schaffen wir leider nicht, da die Autobahn zu kurz ist. Habe ich auch nicht bei vielen Autos, dass für den Top Speed die Autobahn zu kurz ist. Das schaffen echt nicht viele. Das ist ein gutes Stück. Ich würde gerne nochmal beschleunigen. Was die Rückläufe finde ich. Oh, das sieht irgendwie so geil aus. Die Wagen sieht auch irgendwie so ein bisschen zeitlos. Das sieht heute immer noch, finde ich, sehr modern aus. Oh, das sieht's gut. Und der Motor. Das ist doch ein richtiger Motor, ne? Einen richtigen Sound. Man kann richtig was. Göttlich. Das Ding ist einfach nur himmlisch. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Sieht man, ob man gucken kann. Vielleicht saisonaler PR-Stunt. Ob es da vielleicht einen Blitzer gibt, den wir nicht machen könnte. Was haben wir hier? Okay, Blitzerzone. U225. Ich glaube nicht mit dem McLaren. Gefahrenschild und Driftzone. Ja gut. Glaube ich, alles eher ungeeignet dafür. Naja, egal. Was ich aber mal machen könnte, was ziemlich gut klappen könnte, wäre das Drag Race hier. Der Juggernaut. Das müsste doch auf S1 noch ganz gut klappen. Ich hoffe, ich kann die Kurve Vollgas nehmen.
Ja, eine Rechts-Links-Kurve. Ich hoffe, die geht dann Vollgas. Mal gucken. Retro Supercars. Genau. Ne, Drag Race, 4,2 Kilometer. Gut, ziemlich langes Drag Race. Hier fährt leider halt irgendwie ein Flughafen wie in Horizon 3, wie Horizon 2. Das war ein schöner Drag Strip. War, glaube ich, bei beiden ungefähr eine Meile lang, also 1,6 Kilometer. War alles cool. Hier ist halt auch Flughafen, aber das ist halt zu kurz. Und Autobahn ist auch nicht so wirklich geil. Da kann man nicht ganz. Autobahn müsste noch so 2 Kilometer länger sein, wo es geradeaus geht. Dann wäre es besser. Fehlt leider ein bisschen. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas, okay? Ach, das geht. Hier Porsche. Okay. Ah, wir sehen uns vielleicht noch wieder. Hi. Kann ich jetzt Vollgas fahren? Bitte. Oh, ich kann sogar sehr gut Vollgas fahren. Alter. Ich muss nicht mal wirklich krass einlenken. Sehr easy. Ups. Auch stylisch hier durchs Ziel. Alter. Geht es an N300? Ja gut, der Jaguar hat auch einen guten Top Speed. Der XJ 220. Ich glaube, war der Jaguar sogar davor das schnellste Auto der Welt. Der war früher auch so um die 350. Dann der McLaren 370. Der Rekord hat bei McLaren ein paar Jahre angehalten, glaube ich, bis zum Bugatti, ne? Bis zum 16.4er. Wir sind der 16.4er gefahren. Ich weiß ja nicht, ob jetzt bei Bugatti, ob nur der Supersports getestet wurde oder auch der normale. 1001 PS starke 16.4. Also der Supersports ist ja 431 gefahren. Da ist ja nichts Neues mehr. Was ist denn der andere gefahren? Der normale. Also normal, ne? Aber ich glaube auch über 400, ne? Wenn ich mich jetzt noch nicht ganz irre. Na egal. Immer noch der schnellste Wagen mit Saugmotor. Ich glaube, das wird auch nicht mehr gebrochen. Also. Meine heutigen Autos sind noch etwas. Obwohl, sie sind eigentlich noch ziemlich weit weg. Also, die aktuell schnellsten Autos könnten vielleicht sein, so halt 918 Spyder. LaFerrari fahren so um die 350. Es gibt Autos, die deutlich schneller fahren, aber keine Saugmotoren. Und vor allem nicht in der Leistungsklasse. Mein LaFerrari hat 963 PS. Also über 300 PS mehr als der McLaren. Ist aber noch 40 km langsamer. Finde den Fehler. Ich überlege mal, meine eigene Strecke wieder zu nehmen. Ich frage, welche von denen? Ich habe ja nicht nur eine erstellt. Ich gucke mal, was ich hier erstellt habe. Ich hätte irgendwo eine Strecke, wo man auch ziemlich viel geradeaus geht. Wo man schön Vollgas fahren kann. Dass wir vielleicht da mal ein Ründchen drehen. Princess Street Gardens. Naja. Machen wir die Retro Spackers auf S1. Genau. Die ist zwar noch relativ kurz, aber. Also kann man schon, denke ich mal, gut Gas geben. Nehmen wir mal die. Auf die Zeit und die Zeit sagt mir, wir fahren 3 Runden, später Nachmittag wirklich passt. Gucken, was der Wagen hier so kann. Dann wählt man das gerade ein MC12, gibt ja auch als Forza Edition. Soll aber ziemlich OP sein, wie ich gehört habe. Das ist ja langweilig. Und sieht wahrscheinlich auch nicht gerade gut aus und ist halt auch extrem unrealistisch getuned.
Oder übertrieben getuned. So, los geht's. Kann wieder schon Körpers gegen am Start. Oh, Turbo-Kalle, ich höre dich schon. Hört sich nicht so gut an. Was machen die denn hier alle? Ja, im Eis, danke. Und ach, gut, kommen wir rein. Gas geben, Porsche. Sorry. Da muss ich vorbei. So, hier ist der Bremspunkt schwierig. Sondern kann ich auch sehen kann, weil da kommt die leider nicht so drauf klar. Kurve. Ich werde auch gerne mal vorbei. Wird dann teilweise sogar nicht zurückgeportet. Fand ich mal ziemlich lustig. So, ein bisschen abkürzen, ne? Oder Streck ausnutzen meine ich, nicht abkürzen. Das ist die falsche Formulierung. Tja, was macht denn dann da hinten? Gerade auf Profi. Den ganzen Weg nicht bremsen. Sowas von gemütlich. Was machen die da hinten? Wer brauchen die denn? Ist das hier eine Sonntagsfahrt oder was? Ja gut, wortwörtlich, heute ist Sonntag. Hahaha, der gut gerade. Jo. Da war ich wieder mal Idiot. So, jetzt schön runterbremsen. Ist ein bisschen zu früh. Ja, das Kopfsteinpflaster ist nicht ganz so geil. Ein bisschen rutschig. So, jetzt kommt hier schön der Startziel gerade. Nur 300 easy. Sag ich doch. Ah, ja, 310. Sehr gut. Ist ja auch eine Blitzerzone. Wo man auch ziemlich leicht tricksen kann. Ich Wallride. Was leider noch nicht gefixt wurde. Was machen die denn da hinten? Warten die auf irgendwas? Hab ich irgendwas verpasst? Ich weiß nicht. Oh, jetzt habe ich mich auch verbremst. Und da bin ich nicht. Aber macht nichts. Kriege aber auch nicht viel besser. Porsche.
Tschüss, Porsche. Nee, wenn sie in so einem Auto durch die Stadt heizen, durch die zwischen Häusern durchpeitschen, ist das für ein Sounderlebnis sein muss. Und auch so schön halt, da wenn es ein Echo gibt. Oh, herrlich. Und Gas. Gas, Gas, Gas. Hätte ich als Deutscher. Hm. Ein bisschen komisch kommen. Oder ich als Österreicher. Soll man noch komischer kommen. Wenn man das sagt. Gas. Ah ja. Gut, dass der Checkpoint so weit außen ist. Hätte ich mitgedacht. Beim Erstellen. Ich hätte sogar teilweise mal überlegt, dass diese Strecke als Teststrecke zu nehmen. Ich habe mich dann doch mal gegen entschieden. Weiß aber auch nicht warum. Eigentlich ist er ganz cool, ich glaube für die Teststrecke. Naja. Vielleicht nicht ganz die richtige Wahl. Ich mag den kleinen Spoiler auch, der hinten ausfährt. Ich warte mal ein bisschen, okay? Na, kommen Sie denn? Ach, da. Schön. Hätte ich gerne angeschoben. Ich bin noch nett. Diese Blumentöpfe. Genau deswegen auch nicht, weil halt immer auf dem Weg irgendwelche Sachen stehen, die man umnieten kann. Irgendwelche Blumentöpfe oder die Zäune, das ist halt ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Oder hier diese ganzen Schilder beim Kreisverkehr, die Ampeln. Ich würde es cool finden, wenn man das so ein bisschen machen könnte, beim Steck erstellen. Dass das alles eine ebene Fahrbahn wird. Ja, aus dem Umfahren ist halt auch immer so ein bisschen blöd. Weil man die genau meistens da am Weg stehen, wo man langfahren sollte, wenn man schnell sein möchte. Gott. Na ja, ich hätte nicht gedacht. Es wird wieder dunkel. Cockpit der Sound. Mit einer wunderschönen kaputten Windschutzscheibe. Und 227 km/h im dritten Gang. Also mein Auto fährt im dritten, glaube ich, so 120, 125. Also rund 100 km/h weniger. Ja gut. Vielleicht nicht ganz so normal. Aber echt ein geiles Teil der F1. Du bist heute einer der besten McLaren. Meiner Meinung nach. Und vor allem der schnellste McLaren. Vom Top Speed her. Die ganzen, sag mal, sehr schnelle McLaren, was ich 27 Essen, Senna, P1. Alles langsamer.
Ich glaube, der Speedtail heißt der. Und der McLaren wird auch wieder quasi so ein bisschen der direkte Nachfolger vom F1, auch mit drei Sitzen und so. Und Hybrid, ich glaube, der soll schneller werden. Schafft dann, glaube ich, so irgendwie 400 oder sowas. Aber das darf er auch. Aber kein Saugmotor, deswegen ist es immer noch der schnellste Wagen mit Saugmotor. Dann wird auch der McLaren Speedtail nichts ändern. Naja, ich stehe natürlich direkt wieder vor der Laterne, so muss es sein. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und tschüss!